Und wir laufen jetzt ungefähr 14 Kilometer bis zur. Ach egal, das Wort, wo wir heute. Wir werden dahin laufen, was er navigiert. Und dann pennen wir dort. Und dann erst zeige ich euch das, wo wir heute pennen. Wir laufen jetzt gerade hier über so eine Autobahn rüber. Also da, wo diese ganzen giftigen Fahrzeuge und so weiter rumfahren. Und diese ganzen Abgase produzieren. Guck mal, Leute. Das hier, das ist eine urinfarbige Tankstelle. Und die hat Toiletten. Und guck mal, ich hier Mülleimer gefunden. Das heißt, ich habe hier meinen überfetteten Müllsack mit ganz viel Müll drin. Was die ganze Zeit an meinem Wagen hier dran gehangen hat und mich die ganze Zeit richtig genervt hat. Das habe ich da reingestellt und das voll gemacht. Den werde ich mir jetzt so richtig mal im Maul reinstopfen. Auf diese Dinger hier, da kann man Bierpower drauf machen. Aber ich habe gerade keinen Bock drauf, Bierpower zu machen. Deswegen wollte ich euch das so gezeigt haben, dass man darauf Bierpower machen kann. Wir sind unter einer Zugbrücke, die hier vollgespäht ist und so weiter. Die hält uns trocken. Also gut, ich hatte zwar sowohl Zelt als auch Tarp dabei, notfalls. Aber egal, das brauche ich dann nicht aufbauen. Wir werden heute unter dieser Zugbrücke hier übernachten, hier auf diesem komischen Boden. Wo vielleicht später Fahrradfahrer hier vorbei, also morgen früh vielleicht Fahrradfahrer hier vorbeifahren könnten. Und wir dann voll genervt hier rumliegen. ich glaube, das machen wir. Das wird richtig geil. Das ist eine richtig geile Idee. Habt ihr die Geräusche gehört? Hier fahren alle, keine Ahnung welchen Rhythmus, aber auf jeden Fall fährt hier ständig ein Zug durch, glaube ich. Richtig geil. Das wird richtig nervig, die Nacht. Und guck mal, jetzt fährt noch ein Zug durch. Das wird richtig geil sein, diese Nacht heute. Und jetzt wird erstmal gleich gekocht. So, ich glaube, die Nudeln sind weich genug, dass ich die erstmal absetzen kann. Und jetzt werde ich erstmal dieses Fleisch hier drauf machen, damit das so ein bisschen angebraten wird. Oder, beziehungsweise, das muss durchgebraten werden. So, ich glaube, dieser Fleisch ist genauso fertig wie mein Kopf. Das heißt, ich werde jetzt das Fleisch jetzt erstmal hier reinpacken. In die Nudeln rein. Genau, und jetzt wird das hier weiter gebraten. So, Fräsen ist fertig. Das wird jetzt gefräsen. So, ich werde jetzt mal ein Gute-Nacht-Bier trinken. Also das wird das letzte Bier für heute Abend werden. Geprost. So, ich habe gerade mein Gute-Nacht-Bierchen ausgetrunken. Und eben gerade kam ein ganz nerviger Zug an und hat uns genervt. Und genau diese Zuggeräusche, die werden uns heute Nacht ganz oft nerven. Und darauf, dass uns das die ganze Zeit nerven tut, nerven tun wird, wenn wir jetzt schlafen gehen. Guck mal hier, wir werden hier die ganze Zeit von diesen Mäusen hier belästigt. Die nerven uns die ganze Zeit.
So, wir sind aufgewacht und wir wurden die ganze Nacht über von irgendwelchen Zügen genervt. Und dann zwischenzeitlich wurden wir von Mäusen genervt. Die haben hier versucht, meine ganzen Sachen hier aufzufressen, die hier noch rumliegen. Und am Ende wurden wir von Menschen genervt, weil die hier vorbeigelaufen sind. Das hat richtig gestört. Das war voll bescheuert. Das war geil. Jetzt wird Koffein hergestellt. Wir haben gerade Kaffee gesoffen. Und das war wieder richtig geil. Wir sind gestartet. Aber wir laufen jetzt zum nächsten Bahnhof. Scheiße gefunden. Krankheit. Allergie. Das ist eine richtig verranzte Treppe. Die ist richtig unbarrierefrei. Die ist richtig verseucht. Ich verteufel diese Scheißtreppe. Die muss weg. So, wir sind hier bei den anderen Gleis von diesem voll verranzten Bahnhof Isernhagen. Und der ist richtig räudig. Und ich glaube noch, keine Ahnung, 5 Minuten oder so und dann kommt unser Zug. Dann laufen wir da rein. Dieser Bahnhof ist richtig schmandig.